So, ich bin immer noch am Aufräumen ein wenig, aber ich hab's gleich geschafft und dann geht's wieder auf in die Wildnis. Hoffentlich heute mit ein bisschen mehr Erfolg oder dass es schon mit schneller geht. Ich habe so viel Plots hier rumfliegen. Oh gut, so kriegen wir die 60.000 schnell zusammen. Dann können wir uns auch nochmal eine Erweiterung gönnen. So, und ich glaube, jetzt werde ich Folgendes machen. Ich werde das hier einmal mitnehmen, aufheben, zack. Denn ich brauche da unten in der Höhle doch bei den pinken Slime-Dingern welche. So, jetzt wollen wir mal gucken. So, zack. Warp-Technologie. Ich habe eine Raffinerie. Und ich habe einen Markt. Markt. Alles klar. Vielleicht hätte ich es andersrum machen sollen, aber ich kann das noch jederzeit umentscheiden. Oh, läuft doch. Und das mit den Zitronen, naja, ihr wisst, da kann ich die jetzt einfach direkt reinwerfen. Das läuft ganz gut somit, würde ich sagen. Die sind eh immer voll, oder? Habt ihr? Krass. Tja, was soll ich machen? Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Zitronen. Ich habe das Gefühl, je weniger hier sind, umso weniger produzieren die auch. Vielleicht werde ich sie doch nochmal umwerfen. Also ins woanders hinbringen. Ach, toll. Habe ich mehr als genug. Gut, können wir auch direkt wieder aufbrechen. Toll. Die vergammeln mir jetzt auch mittlerweile. Okay. Die Gigaplots, die ich noch verkaufen muss. 34.000 schon. Nice. Ich hoffe, mit dem größeren Tank können wir irgendwie 100 tragen. Das wäre mega gut. Aber können wir aktuell nicht sagen, wie viel. So. 5, 5, 20, 18 ist in Ordnung. Da passt auch. Oh. Naja, der Felsding muss ich noch leer machen. Der Felskäfig. Unser Fels auf der Farm. Ups. Sollte nicht passieren. Wir wissen ja, das kann ganz schön schlecht enden. Aber wie die Kätzchen da hinten so fröhlich sitzen. Die da meine ich. Die da. Irgendwie sehen die Säbelzahn-Dinger ziemlich komisch aus. Aber gut. Zitronen. Wir brechen auf. Oder soll ich nochmal bis zum nächsten Morgen warten? Nee, dann... Ja, komm. Ein Mail. Hi Bea, eine weitere Tournee kommt auf mich zu und ich habe das Gefühl, es wird diejenige welche sein. Also hier bin ich, packe meinen Koffer und denke an dich. Vielleicht hat es sich ja so angefühlt, als sei du zu deinem großen Abenteuer ausgezogen bist. Als du zu deinem. Große Aufregung, unzählige Schmetterlinge im Bauch. Und obwohl ich weiß, dass du so weit weg bist, denke ich immer wieder, dass ich die vielleicht irgendwo in der Menge erspähen werde. Sollte das hier passieren, dann verspreche ich, ein Lied für dich zu singen. Es wäre nicht das erste Mal. Schlafen. Wieder eine Mail? Hallo Beatrice, ich wollte dir dafür danken, dass du dich um die alte Ranch kümmerst. Ich weiß, dass ich sie in einem recht jämmerlichen Zustand gelassen habe, aber von dem, was ich gehört habe, sieht sie dieser Tage ziemlich gut aus. Es gibt mir ein Gefühl zu wissen, dass ich in solchen guten Händen ist. Als kleines Dankeschön habe ich drei geheime Tresore aktiviert, die ich vor Jahren gebaut habe und
mein kleines Vermögen darin zu verstauen. Ich habe immer geplant, das als Reisekasse für... Wer ist das denn, Hobson? Für das große Unbekannte zu verwenden. Aber trotzdem brauche ich das ja nicht mehr. Ah, aber du kannst mich... Ich stehe auf Abenteuer. Ich verrate dir nicht, wo die Tresore sind. Geh erkunden. An diesem Tag nahm sich Beatrix einen Augenblick, um nachzudenken. Sie dachte an Hobson und Thora und die Abenteuer, die sie in der Erkundung der fernen, fernen Weite erlebt hat. Aber im meisten dachte sie an Cassie und fragte sich, wohin das Leben sie als nächstes führen würde. Ach, wie krass ist das denn? Game Directive, Nick Popovich. Jetzt krieg ich gerade Gänsehaut. Ich glaube, wir haben zumindest den Spielverlauf soweit durchgespielt. Also die Story abgeschlossen. Ab jetzt gibt's wohl keine weitere Story mehr, oder wer weiß? Oh, Honigslimes. Das ist ein Knallslime. Matt Kramer. Engineering, sehr schön. Spieldesign, Chris Lum. Soll das ein Teergesicht sein? Ein Goldslime. Kunst, Victoria Joe. Oder Jo. Oh, Enemy zu Slime. Ich nenne die immer Plots, keine Ahnung. Musik und Soundeffekte, Harry Mack. So please don't say that you go. My heart can't Qualitätskontrolle, Paul Durant. Übersetzung, Maria Pöbel, Kintia Ma, Perla Rimmermann, Vitali Schmidt. Weitere Kunst, Sean Pacos, Bill Robinson. Video Production, Kate Shetler. Community Support, Jakob Schramm. Das überrascht mich gerade mega mit dem Video, also Outro. Das kam sehr, sehr überraschend. Vorgetragen von Chelsea Lee Greenwood, Texte von Nick Popovich, produziert von Matty Green. Okay. Das hat mich doch wirklich überrascht, muss ich sagen. Ist jetzt ein ganzer Tag um? Kann ich zurück auf die Farm bitte? Meine Farm? An jeden Pionier, an jeder neuen Schwelle zur Unbekannten. Seid mutig zum Unbekannten. Seid unerschrocken. Und bleibt wabbelig. Bleibt wabbelig. Oh Mann. Komm, lass mich zurück auf die Farm. Oh. Slime-Schlüssel. Ein einzelner übriger Schlüssel nur, für den Fall, dass du den letzten nicht finden kannst. Besuche den Aufrüstladen. Aufrüstladen? Ah, 25.000. Okay, nur für den Fall der Fälle, dass wir ihn nicht finden können. Dann müssen wir mal gucken, wo hat er denn die Dinger versteckt? Wir müssen sie finden. Die Kapseln. Die Tresore. Natürlich. Tag 81. Ah, jetzt sind die ganzen Bären. Interessant. Ich war hier oben noch nie. Oh, ist da unten eine Kapsel oder habe ich die schon geöffnet? Gute Frage. Soll ich im Kopf behalten, dass da eine ist? Irgendwo auf der Farm versteckt. Okay. Wir waren ja gerade eigentlich so weit aufzubrechen. Entschuldigung. Das kam jetzt sehr überraschend. Gut. Wo kommen die Hühner her? Ja, hier können wir immer noch nichts machen. Alles klar.
will den Fertilizer haben. Und, ach so, das sind die Ausgänge. Hier können wir überall landen. Durch Zufall. Hallo, ihr Verrückten. Wollt ihr ein paar leckere Dings haben? Oh. Das mögen sie wohl nicht so sehr. Dann wollen wir nach den lila Früchten suchen. Autsch. Okay, sie mögen das echt nicht. Schade. Ah, weg. Dann nehme ich das wieder mit und bin weg hier. Ciao. Die mögen das. Da, bitteschön. Und im Anschluss dessen lassen sie mich in Ruhe. Ja, der ist auch glücklich. Oh, das hätte ich fast übersehen. Ich muss ein Auge offen halten, die können hier überall sein. Aber da ist nichts mehr, da ist nur der Teleport zurück. Gehen wir wieder raus. Hey, wollt ihr Silberwurzeln? Da bitteschön, da bitteschön, da bitteschön, bitteschön. Bitteschön, 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 bitteschön. Hier, bitteschön, auch ihr dürft mal. So. Okay. Da sind sie glücklich. Naja, bis auf der da. Aua. So. Ah, toll. Ah, toll. Ah, die ist verfault. Alles klar. Da ist wieder eine neue. Verfault. Verfault? Ja, verfault. Aber hier sind wieder ein paar. Sehr gut. Was sind das für Dinger? Ist da irgendetwas drin? Ich weiß es nicht. Ja, ein Minzmango. Oh. Hier gab es Hühnchen und die sind glücklich. Ciao. Au, 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 au. Zehn Stück schon dazu bekommen. Sehr gut. Hi. Hier war ich doch schon. Gut, die Wildnis ist für mich echt ein Punkt, wo ich mich ziemlich hart verlaufen kann. Aber wir geben nicht auf zu suchen. Oh, hi. Viel fehlt ja nicht mehr, dann haben wir es endlich. Oh, was haben wir denn da drüben? Noch eine komische Frucht. Oh, ist das ein Höhleneingang? Na, das bringt mich wieder hierher. Aber an einen Punkt, den ich vorher noch nicht abgesucht habe, weiter oben. Weiter oben.
Viel weiter oben. 20 Stück schon. Bock, 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 bock. Okay. Ich habe erstmal. Dauert ja wieder einen halben Tag, bis das alles respawnt ist. So. Erstmal wieder um unsere tolle kleine Farm kümmern. Noch mehr Silberdinger. Verdammt. Oh, 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 oh. Verdammt, verdammt. Ich habe keine Ahnung, was der Tofu bringen soll. Ich weiß nur, dass ich gerade zu viel von allem habe. Entschuldigung, Früchte, ich muss Platz haben. Die Pieksbirnen sind gerade wichtig, alle wir die als Futter brauchen für die Säbelzahndinger, damit wir doppelte Säbelzahnplots bekommen. Hä? Ich dachte gerade, ist hier was versteckt? Nee. Moment, den habe ich ja umgebaut, den habe ich hier hingestellt, da hinten. Ach, warum können die nicht alleine da reinfallen? Das wäre so toll. So, das haben wir. Da. Genau, ich sollte auch mal auch gucken, was meine kleinen Wasserslime-Dinger so machen. Die produzieren immer noch fröhlich Wasserdinger. Man hat mir auch geschrieben gehabt, ich soll die mit Wasser füttern, aber das Wasser geht irgendwie nicht raus aus, aus diesen Becken. Ja, rein da, zurück. Wo ist er? Verdammt. Muss ich gleich wieder einsammeln? Warum? Warum auf einmal? Das war doch vorher nicht so, dass ich die alle... Egal. Alles einsaugen. So viel Schutzplots, nice. Mehr passt eh nicht. Einer noch. Und dann kann ich meinen Tofu wieder mitnehmen. Den leckeren Tofu. Wofür ich noch nicht weiß, wofür ich ihn wirklich verwenden soll, aber hey. Witziger Tofu. Ich hätte mich gefreut, wenn wenigstens alle Monster den gleichen Geschmack oder hier von zwei Plots produziert hätten. Aber so viel Tofu können wir auch gar nicht sammeln, dass wir alle damit füttern können. Ihr vielleicht? Mögt ihr Tofu? Oh ja, mögen sie. Sehr gut. Und verkaufen. Vierzigtausend, es wird. Wir haben bald genug Platz. Hinter vielleicht eins versteckt. Ach, wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Aber nein, ist keiner. Dann mal schauen. Wie schaut es hier aus? Ich muss wieder verkaufen. Toll. Und wenn ich genug verkauft habe, dann können wir uns auch gleich hoffentlich entweder den Schlüssel holen. Ein Tor haben wir irgendwo noch. Irgendwo war ein verschlossenes Ding. Muss ich echt überlegen. ...47, yeah, 48, 49. Okay, wisst ihr was? Wir verkaufen eben einfach alles, was wir haben. Das dürfte, glaube ich, reichen, um auf die 60 zu kommen. Ich finde die Biene so niedlich von den kleinen Viechern. Ach, die sind auch glücklich bedient hier.
Wir haben es gleich. Noch ein wenig. Wird knapp, kommt auf den Marktpreis aktuell an. Peaks-Dinger schon. Naja, okay, passt mal auf, wir haben jetzt schon ein paar Peaks-Birnen. Dann würde ich sagen, ab jetzt geht das große Gefütter mit den Peaks-Birnen los. Ups. So. Toll. Dann liegen sie jetzt hier rum. Was soll's? Ich muss dringend wieder Oka-Oka sammeln. Und schon wieder bin ich am Farmen. So ist es nun mal. Ich weiß, es ist aktuell ein bisschen unspektakulär. Vielleicht soll ich noch gucken, dass ich die Kisten in Kürze sammle. Wie schaut's hier aus? Sehr schön. Na, ich glaube, es reicht doch nicht. Oder doch? 3000 fehlt ja nur noch. Im Grunde schaffbar. Okay. Echt jetzt? Wegen einer Scheiß... Quaderbeere, rein damit. Die Meatsplots sind halt nicht viel wert, aber egal. Mitnehmen tun wir sie jetzt einmal. Vielleicht reicht's ja doch. Wäre noch etwas, das wir da hinten haben. Was macht ihr hier? Alles klar, läuft. Noch ein paar Quantenplots. So, und dann schauen wir mal. Ja, komm, das gibt's. Wir haben's. Wir sind danach pleite. Ich verkaufe mal kurz die Pinken auf, was soll's. Sehr schön. Da passt auch nichts mehr rein. Und immer noch Mangos voll. Okay, dann mal schauen. Hoffentlich können wir jetzt endlich mega viel mehr tragen. Ein ganzer Tag auf der Farm wieder verbracht. Zack. Bis zum Morgenschlaf. Nein, Moment, das da wollte ich. Meister Gordo-Falle, nice. Herz plus 75.000. Oh mein Gott, wie viel kann ich jetzt tragen? Oh mein Gott, sag mir nicht, dass das... Oh mein Gott, wartet, das muss ich checken. Sind es jetzt echt 100? Können wir 100... Boah. Endlich 100. Erstmal checken. Ich werde es jetzt hiermit checken. Alter, es geht echt. 100. Ja, nice. Nun können wir die Tanks wirklich komplett leer machen, wenn sie hier voll sind. Also brauche ich jetzt nicht mehr immer zweimal rennen und so weiter. Ihr wisst schon, was ich meine. So, los geht's. Rennen wir mal. Peaksbirnen sind leer. Das ist leer.
Minzmangos. Oh, kein Platz mehr. Oh. Davon brauche ich definitiv ein paar. Ein paar viele. Es ist so gut. Endlich, endlich. Ich hätte es schade gefunden, hätte das irgendwie nur um 10 erweitert oder so, aber somit haben wir nochmal ordentlich Platz bekommen. Gib her. Oh, wow, 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 wow. Sechs Stück noch. Ich weiß, wir sind spät dran. Ich muss... Oh, wir sind wirklich spät dran. Aber hier ist alles okay, hier ist alles okay. Passt auf, wir gehen jetzt nochmal schnell in die Wildnis und sammeln nochmal, gucken, dass wir vielleicht noch, wenn wir Glück haben, diese folgenden Fertilizer bekommen. So. Uns fehlen 50, 60, 70, 29. Okay, dann müssen wir gucken. Eine? Autsch. Energie leer. Energie, Energie, Energie. Oh, eine Pieksbeere. Scheibenkleister, ich brauche erst... Oh, Energie ist voll. Teer, Schleimding. Mies. Hier ist echt alles gefräßig und bringt mich um. Und diese komischen Früchte wachsen wirklich überall. An den Bäumen, an den Wänden. Müssen wir die Augen aufhalten. Was können wir da rein? Oh, okay. Was war das? Für ein schwarzes irgendwas? Okay, die sehen hier alle sehr glücklich aus. Die Höhle kannte ich echt noch nicht. Ich muss nur aufpassen, dass mich hier nichts trifft. Und irgendwie gibt es hier keine Früchte mehr. Wo sind die ganzen Früchte hin? Vaderbeeren. Oh, ein Ausgang. Mhm. Vaderbeeren. Da hinten. Und da unten. Tja, sind alle tot. Egal, dann ist es so. Da haben wir doch noch ein paar. Sehr schön, sehr schön. Noch mehr Schleim. Ach komm schon, hier. Da, ein paar Karotten. Na, toll.
Oh, Scheiße. Komm, rette ich hier ein paar. Ne, ich muss hier weg. Wie Chaos? Was ist denn hier los? Schon wieder. Kein Problem, weg damit. Tja, Leute, ich schaff's, glaube ich, diese Folge nicht mehr, die komischen Dinger voll zu bekommen. Ich werde an der Stelle leider doch erst einmal Schluss machen müssen mit der Folge. Ihr seht in der nächsten Folge, ja, was das Ganze ergeben hat. Ich würde sagen, hier, danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.